Oh Mann, Leute, ich hatte gerade ziemlich stressige 10 Minuten. Ich habe meine SD-Karte reingesteckt, wollte kurz Hi sagen. Dann stand da, du musst die formatieren. Und ich so, warum denn jetzt? Aber jetzt habe ich es am Laptop reingemacht, das ging nicht. Und habe hier wieder reingemacht und jetzt geht es irgendwie. Ich sehe doof aus, aber ich wollte kurz Hi sagen zum Daily-Vlog im März. Heute ist der erste Tag, an dem ich wieder Sport und Yoga mache. Heute ist auch mein erster Arbeitstag. Und heute wird überhaupt super. Ich habe mir überlegt, Fokus, dass ich euch jetzt jeden Tag das Workout oder Yoga oder Reels, was ich diesen Tag gemacht habe, in der Infobox verlinke, weil mich ganz viele immer fragen, Nora, für nochmal deine Routine oder so. Und ich mache einfach das nach, was die auf dem Video machen. Heute gab es kein neues Workout-Video von meiner Workout-Tante und da habe ich mir gedacht, eigentlich passt es, damit ich langsam wieder in das Sportmachen reinkomme, nachdem ich krank war. Übrigens war ich nicht so richtig krank, es war immer so oberflächlich und ich so, thank God. Und by the way, was ich auch noch sagen möchte, weil ich so auf Brot geschimpft habe, die Masse macht es immer. Und das werdet ihr bemerken, wenn ihr nur Brot esst, geht es euch schlechter, also oder allgemein verarbeitete Produkte, als wenn ihr das weglasst. Und wie gesagt, die Masse macht es und ich esse auch mal eine Scheibe Brot so, aber Brot an sich ist nicht so gut für den Körper. Das könnt ihr wohl nicht abstreiten. So, und ich mache mir jetzt schön Obst. Mal sehen, was meine Eltern da haben. Ich muss denen klar machen, Leute, wenn ich jetzt hier bin, ich brauche Obst, ich brauche nichts, aber ich brauche Obst. Und ich habe gestern so viele Oliven gegessen, dass ich mich wirklich gefühlt habe wie eine Olive. Ich habe auch nur an Oliven gedacht, nämlich wie ich diesen Kern so abkratze in meinem Mund. Total blam blam. Aber ich hatte so ein Glas Oliven und dann bin ich ja schon eher aus Erfurt los, weil so ein Termin ausgefallen ist diese Woche. Und dann musste ich das ganze Glas Oliven noch aufessen. Ich habe so viel Oliven gegessen. Heute ist ja mein erster Tag, wo ich wieder bei Sputnik arbeite. Voll und ganz. Und ich versuche das heute einfach alles relativ gut auf die Reihe zu bekommen. Weil heute auch der Tag ist, an dem ich immer diesen V-Flash filme. Sprich, das ist heute ganz schön viel. Aber ich kriege das hin und ich nehme es Ding bei Ding. Und eins nach dem anderen, würde ich sagen. Und ja, das wird schon. Ich filme jetzt wie Flash. Ich hab mir gar keinen Lippenstift drauf gemacht. Ich werde jetzt mal das Video schneiden, einigen Stuff machen und dabei lade ich aber die Kamera, weil die noch zwei Balken hat. Und weil ich ja heute Nachmittag unterwegs bin, möchte ich nicht, dass die dann blinkt. Deswegen lade ich sie bei jetzt. Meine Mama und ich machen jetzt Lust. Sie muss zur Physiotherapie und danach gehen wir in die Stadt. Und heute hat nämlich, vielleicht wisst ihr, dass Sprout mein Lieblingsessensladen hier in Dresden ist. Und die haben einen Pop-Up-Store in einer, im Zentrum sozusagen von Dresden aufgemacht, in der Zentrumgalerie. Und da gehe ich heute hin. Und ich bin so, ich freue mich. Und ich lasse meine Uhr reparieren und will noch ein bisschen einkaufen. Also viel los. Mir ist jetzt schon kalt. Los geht's. Räumst du das bewusst? Nora, was sagst du? Nora sagt ja. Also, so ist es. Oh, ist das so, muss man eine Nacht drüber schlafen. Du hast die Couch ist meine Leistung, weil ich hier noch gerumpelt bin. Das ist meine 0% Finanzierung. Wir steuern das gute alte Sprout an, der sitzt hier in der Zentrumgalerie sein Pop-Up hat. Das ist dort. Das hier ist überhaupt die Rolltreppe. Meine Strecken, früher hatte ich immer so Angst, hier hochzufahren. Jetzt ist mir egal. Ciao. Schaut euch das an. Meine Mama hat sich sogar eine große Portion genommen. Und wir sitzen jetzt hier schön. Mein Bruder holt sich Döner und essen das. Yum, yum, yum. Bruderherz. Guck mal, das ist eine Dinkel-Zimtschnecke. Ich musste mir die jetzt nochmal gönnen. Wahnsinn. Jetzt nehme ich auch. Ach, von Nora, es geht los. Und jetzt steckst du dir genüsslich in den Mund, ja. Und gib uns noch einen Timelapse-Augenschlag. Yes. Okay, so gut. Wir sind zurück. Es war sehr, sehr schön. Ich muss noch erzählen, weil du weißt, gerade hier so liegt
Meine Mama gestern, sag mal, Nora, hast du mal einen Shades of Grey? Und ich so, nein. Gerade, meine Mama könnte immer ihr Bücherregal aufräumen, aber sie macht es gerade dann, wenn ich Shades of Grey mir heimlich genommen habe und sie dann eben sieht, dass einer fehlt. Und na, ich habe es dann zugegeben. Aber, gut, jetzt nehme ich meinen Laptop, lade den Weekflash hoch und Mama und ich schauen zwischen Tö und Training. So, Leute, ich bin jetzt in meinem Bett. Jetzt habe ich vergessen, mir das Kissen zu holen, mit dem ich höher liege. Aber naja, ich bin jetzt im Bett. Wir haben noch Abendbrot gegessen. Wir haben nach Tö und Tränen. Also zwischen Tö und Tränen kommt immer die Tierklinik. Und das haben wir heute mal geguckt. Gucken wir sonst nie. Und es ist eigentlich so lustig, wie die da mit den Tieren reden, was die Tiere haben. So nach dem Motto, so sind ja auch nur Menschen. So lustig. Und jetzt lege ich mich hier hin. Mit meinem Tee. Lese mein Buch. Lass den Laptop erstmal aus, aber vielleicht schaue ich dann noch irgendwas. Und ja, mach mir einen schönen Abend. Ich melde mich vielleicht dann nochmal. So, ihr Lieben, ich habe gelesen. Es ist 21.32 Uhr. Und ich bin irgendwie müde und ich glaube, ich geschlafen. Morgen ist ein spannender Tag, weil meine Mama, wir müssen morgen, sie wird am Fuß untersucht und wir müssen über die Autobahn fahren. Aber Autobahn bin ich halt seit der Fahrschule nicht mehr gefahren. Und das macht mir schon ein bisschen Angst. Also in der Fahrschule lief Autobahn immer, aber es ist natürlich schon so ein, hier kann viel passieren, so nach dem Motto. Es ist nicht weit, aber halt schon. Und ich habe irgendwie Angst, dass nach morgen, dass irgendwas passiert und meine Mama oder ich oder irgendwie tot sind. Ich weiß nicht. Morgen könnte einiges ändern, aber dann muss man sich auch denken, man könnte eigentlich immer sterben. Von daher, ja, das ganze Leben ist lebensgefährlich. Eigentlich ein guter Spruch. So, und wenn das der letzte Vlog jetzt war, dann danke ich euch für alles. Nicht nur fürs Zuschauen, sondern für alles, was ihr mir gegeben habt. Und ich kann den Vlog sowieso erst schneiden, wenn wir von diesem Ausflug zurück sind. Deswegen freue ich mich schon, wenn ich diese Sequenz sehe und noch lebe. Oh Gott, ich darf daran gar nicht denken, dass da irgendwas passieren könnte. Wird schon alles gut gehen. Bis zum nächsten Vlog. Wir sehen uns ganz bestimmt.